Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Longbow. Okay, soweit scheint live zu sein. Alles okay? Okay, na gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ja, machen weiter viel mehr. Okay, beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen geprügelt, genau. Danach habe ich noch ein paar der anstehenden Beförderungen erledigt. Zurückgehalten habe ich noch die Scouts und Sniper, also die Scouts und Sniper werden sollen, weil wir da ja einen Bonus bekommen am Ende des Monats. Wir haben 3 im Lazarett. Und der Kollege, der neu dazugekommen ist, ist das hier. Den, denke ich, werde ich zu einem Sniper machen. Das ist den wir als Belohnung für die letzte Mission bekommen haben. Schon genannt, Master Luck. So, da würde ich sagen, gucken wir mal, was die Geoscape so für uns bereithält. Our satellite is prepped and standing by for launch. We are ready to deploy it on your orders. Okay. Habt ihr irgendwas, was ihr unbedingt bauen müsstet? Hier wollte ich fischen, den baue ich schon. Das excavated ihr noch? Erstmal nicht. Irgendwelche Items. Kein Geld für irgendwas Relevantes, also erstmal nein. Wie sieht das eigentlich mit Research aus? Für seit 11 Tagen, ne? Gut. Ja. Satellite. Genau, da kriegen wir jetzt den Bonus. Also, wir wollen. Launch Satellite. Wir wollen erstmal Afrika sichern. Das heißt, wir nehmen Nigeria haben wir schon, dann nehmen wir South Africa. Satellite Launch braucht 3 Tage, bis er hingeflogen ist, okay. Kriegen 75 Dollar mehr oder Einheiten. If launch, we have satellite coverage, bla bla bla. One more scientist und wir bekommen den Bonus für das Land und das ist hier. Plus 2 Bonus Defense für newly promoted Snipers und Scouts. Deswegen habe ich damit noch abgewartet, bis wir den Satellite gelauncht haben. Und ich glaube, den Bonus kriegen wir schon sofort. Da muss das nicht erst hinfliegen, oder? Satellite launched. Sieht so aus, ja. So, und dann fehlt noch Egypt. Es gibt ja bekanntlich nur 3 Länder in Afrika. So, wir haben jetzt den Bonus, den wir bekommen haben. Architects of Futures, Laboratories und Workshop 30% less to build. Das passt sich ganz gut, weil wir ja, so wie wir mit dem Fission Reactor fertig sind, auch hier ein Labor bauen wollen. Damit wir mit unserem Forschen mal so ein bisschen vorankommen. Okay. Achso. Hat das irgendwas? Uns fehlt noch Power. Wir können noch kein Labor bauen, also bauen wir es auch nicht. Okay, jetzt wollen wir mal wieder was testen. Wir sind ja hier, das ist ja ganz wichtig. Wir sind hier, um zu lernen, wie die Mechanik funktioniert. Wir merken uns mal, wir bekommen einen Request vom Argentina Six Sector Corpses und kriegen dafür 1 Scientist. Wir wollen jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir das nochmal machen. Also erstmal, ob das wiederkommt zum gleichen Zeitpunkt und ob es
was es für Dings gibt. Our satellite is prepped and standing by for launch. We are ready to deploy it on your orders. Dann machen wir das noch schnell wieder. So, launch satellite, South Africa. Satellite launched. So, dann wollen wir mal schauen. Excavation complete. Ja. Okay. Es ist jetzt von Mexiko, es sind 6 und es gibt einen Scientist. Das scheint, also entweder ist die Spannbreite sehr gering, Spannweite sehr gering, oder es ist nicht zufällig. Nehmt hin. Contact detected. Okay. Aggressive. Kill it. Wo fliegst du denn hin, Freund? Engaging bogey. Okay. Wow, wie schießt der alle vorbei? Wow. Du hast nicht einmal getroffen. Ja, und dann warten wir, bis er zurückgeflogen ist? Das ist ja... Können wir nicht... Nein, wir können nicht 2 gleichzeitig losschicken oder warten oder während den einen losschicken, während der andere zurückkommt. Das geht nicht. We're in pursuit. Und wieso die da so zickzack fliegen? Das ist egal. Okay, triffst du vielleicht mal. Oh, du hast es abgeschossen. Okay. Nee. Hei. Okay. Mal gucken, welche Leute wir mitnehmen. Wir haben noch einige, die noch nicht aufgestiegen sind, ne? Also die auch noch keine, noch nicht genug Erfahrung haben. Das sind 1, 2, 3, 4. Du wirst nur außer Gefecht. Okay, die 4 nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Und das sind schon plus 15. Also Gott, das sind, ja, also das ist mir auch beim Überlegen aufgefallen, welche Spezialisierung wir unseren Leuten geben. Wir haben echt nicht gut gewürfelt, was den Aim-Wert angeht. Also meine, der ist extrem gut, allerdings halt aufgrund dieses plus 15, was wir halt eingestellt haben bei den Second Wave Options, aber 65 Aim oder 64 Aim ist echt nicht so super. Also wir haben eine. Ach so, wegen der. Okay. Okay, also wir haben 4 Rookies dabei, dann brauchen wir jetzt noch irgendwas Vernünftiges. Ist unser Sniper wieder einsatzfähig? Wir können doch, ich habe doch den Bonus, wir können das doch ganz anders machen.
hätte ich, glaube ich, auch von dem Screen aus machen können, aber... So, dann hole ich mir nämlich mal meinen Zettel raus, was ich vorhatte. Fangen wir mal mit dem hier an. Du wirst zu einem Sniper. Bekommst... Lone Wolf. Ten aim if you're not within. Ja, yeah, okay. Dead Eye. Ja, auch nicht schlecht, aber ja, auch ein Lone Wolf. Dann bekommst du Precision Shot. Oh Gott. Also, falls ihr das hört, das ist irgendeiner meiner Nachbarn renoviert gerade seine Wohnung. Und da wird gerade gebohrt. Das ist ja fantastisch. War das richtig? Precision Shot? Ja. Und dann gehen wir dir noch Sharpshooter. Wenn du dann Sharpshooter. Okay, du bist jetzt ein ziemlich guter Schneiper. Kannst dann fröhlich schneipen. Wenn es dunkel wird, werde ich die Sonnenbrille absetzen, aber ansonsten ist das alles ganz okay. So, wen haben wir denn noch? Also, dann gehen wir mal Georgi Petrov, der soll Scout werden. Scout ist das One Again, das Assault, das ist Scout. Du bekommst in die Hand... Was macht das denn? Plus 1 Mobility ist ganz nett, macht nicht viel Schaden. Du kannst einen Marksman Rifle benutzen, das ist ja interessant. Das ist also schon offensichtlich eine Variante eines Sniper Rifles. Usable by Snipers and Scouts. Dann brauchst du Battlescanner, habe ich ganz gerne. Tactical Vest und Plating, also wieder 6 Hitpoints. Okay. So, wenn wir noch Herr Hawkins sollen wir denn abstreichen. Wegen haben wir. Mr. Hawkins soll Sniper werden. Müssten wir den Bonus gekriegt haben, ja. Okay, wir können jetzt nochmal genau drauf achten. Wir haben Fatima Knezevic. Hat minus 1, die müsste danach plus 1 Defense haben. Du sollst nämlich auch Sniper werden. Ja. Okay, wird fröhlich weitergebohrt. Fantastisch. Ja, ich... hier Yin Kwon soll werden... Scout. Wenn er
schön an dem Ding, da könntest du noch was. 20, das ist natürlich schon. Nein, dann kannst du nicht mehr wirklich schießen mit dem Ding. Plus 3 Mobility. Meine, das ist wirklich ein Scout, der nur. Ich meine, so weit. Da, das ist eigentlich zu weit. Da laufen wir auch zu weit von unseren Leuten weg. Ups, da. Was ist das hier? Battle Rifle? Minus 1 Mobility. Nee, warte. Dann nehmen wir das. Okay. Dann haben wir Jung Sun Lee. Wird auch Sniper. Okay, dann Bongi wird eine Kombo, wird auch Sniper. Ich meine, es sind nur Sniper und Scouts, die quasi nur über sind. Sniper, ja. Loadout. Laser Sight. Und Max. So. Dann haben wir noch Yuhara Yashimi. Du wirst Scout, meine mit 16 Bewegung. Scout. Also Lightning Reflexes und Sleeveless Shirt mit Combat Plating, Ceramic Plating und Battle Scanner. Und ja, mal gucken, das werden wir mal ausprobieren, wie das Maximum Rifle so ist bei einem Scout. Ja, schönen guten Abend, Takt. Meruan Rosaki. Du wirst auch Scout. Okay, haben wir. Okay, gut. Dann. Gott, wie viele Löcher wollt ihr denn eure Wand bohren, Freunde? So, dann nehmen wir hier, setzen wir mal einen Sniper hin. Da können wir ja vielleicht nicht unseren Super Sniper, der braucht ja erstmal. Der ist so weit weg von allen anderen. Der muss noch nicht unbedingt wieder ran. Du könntest mal ein bisschen Arbeit verbrauchen. Steht da gar keiner ganz hinten? Okay. Du. Vorne. Und hier packen wir. So, jetzt haben wir also, wir haben einen Sniper. Vier Rookies. Was ist das denn für eine Mischung? Light and Moderate Vegetation. Okay, also es ist kein Urban Dings. Also können wir ja theoretisch.
Okay, ein Scout. Noch ein Medic. Ich meine, unsere Engineers sind noch nicht gut genug, um dass sie wirklich Cover zerstören können. Also brauchen wir die im Moment noch nicht. Ein Medic da. Mal mit. Okay. Ja, passt schon. Strike one. Prepare for. Listen up. We're going to be dropping you deep in the Nigerian interior for the next operation. It looks like we got lucky. The alien crash site is in a remote area, away from any major city centers. We should get down there and secure the site ASAP. Okay. Come in, HQ. Big Sky has reached the outer marker. Approaching the crash site now. Strike team is awaiting your orders. Affirmative, Big Sky. Strike one is free to engage hostile targets at the crash site. So, erstmal gucken, wo ist hier. Da ist Kante. Also bewegen wir uns grob in die Richtung. So. Good to go. So, da ist allerdings überall eine ganze Menge Kram im Weg. Ach, da ist das UFO schon. Okay. Da fehlt keine allzu große Karte. Dann sollten wir unsere Sniper irgendwo positionieren, wo sie möglichst guten Überblick haben. Yes, sir. Du bleib da einfach mal stehen. Wir sind hier. Okay, allzu groß kann die Karte. Ne. Hab du gesagt, hier war da irgendwo das UFO. Ich hab doch das UFO schon gesehen. Wo war das denn? Irgendwo im Nebel hier. Ne? Jetzt sehe ich es nicht mehr. Okay. Ja, wir werden es schon wiederfinden. I'm on it, Commander. Я пошел. Юста Мида. Упс. Na gut. Position confirmed. Kannst du dich irgendwo ein bisschen elevated ground, vielleicht irgendwo, wo dann keine Bäume im Weg. Ich gehe mal dann, wenn dann bei Gelegenheit dahin. Das ist, glaube ich, ganz gut. Roger that. Oh, fuck it! Okay, die Schwierigkeiten der Bedienung, dann geht er jetzt schon hin. Affirmative. Moving out. Okay. Du stehst da eigentlich ganz gut. Affirmative. Covering now. Go and cover, Commander.
Stashing. Afirmativo. Recibido. Te estoy vigilando. Roger. I've got my eyes. Ясно. Начинаю наблюдение. What was that? Das war wahrscheinlich ein Alien. Okay, dann sollten wir vielleicht mal unsere Wookies in der ersten... Ich meine, die sind ja schon in der ersten Linie, da sollten wir sie auch belassen. Damit wir gegebenenfalls... Aye, aye, Commander. Jemanden zum Schießen haben. Der auch die Erfahrung braucht. Du bleib mal da, du. Mal du. I'm on the move. Really? Moving to designated position. Affirmative. Covering now, Commander. Marta. Explorando. Roger. I've got my eyes on. Готовность номер 1. Moving to Overwatch. Oh, hallo. Das war ein ziemlich kurzer Auftritt. Möchtest du dich noch mal ein bisschen länger zeigen? Nee, möchtest du nicht. Okay. Rolling. Target acquired. Also jetzt geht wieder dieses Rätselraten los, warum irgendwelche Leute ihn nicht sehen. Du hast Quadzeit, ne? Ja. Warum siehst du das Ding nicht? Es ist etwas, was ich in diesem Spiel... Wahrscheinlich, weil das Ding nicht in der Luft ist und hier dieses Terrain im Weg ist. Ich meine, du bist auf der Ebene... Ja, das ist ein halbes Kästchen höher, also theoretisch. Weil ich meine, Sniper-Rifle, du hast einen Sniper-Rifle. Sniper-Rifle haben doch keine Begrenzung. Oder hat Squad-Zeit eine Begrenzung? Von was die Teils angeht. Eigentlich nicht, dachte ich. Na gut. Wir wissen ja, wo sie sind. Moving. Overwatch, aye, aye. Andando. Explorando. Dir bringt vielleicht die Position eher was, weil das noch ein halbes Kästchen höher ist. Ja gut, wir wissen, wo sie sind, dann wollen wir mal gucken, ob sie herkommen. Du dich vielleicht irgendwie zurückziehen, du bist ja so ein bisschen... Schauen wir mal. Okay, Merit haben wir auch, aber gut, das ist nicht so wichtig. So, das Ding ist ja jetzt... Du bist ja jetzt theoretisch airborne. Sieht dich jetzt irgendwie... Ja, jetzt haben wir uns sogar geflankt. Fantastisch. Okay, dann wollen wir erstmal gucken, ob vielleicht irgendeiner der Rookies da irgendwie... Du hast schon geschossen... Ist da eigentlich eine ganz gute Deckung, die will ich da eigentlich nicht wegziehen. So, jetzt wollen wir wieder testen. Du bist ja nur sehr weit weg.
wieso siehst du das nicht? Ist das Entfernung oder ist da irgendwas Ominöses im Weg, was wir raten müssen, was im Weg sein könnte? Ist es vielleicht dieser Baum? Oder ist der... Nee, der ist nicht in der Luft, der ist auf dem Boden. Also... Das ist etwas, das habe ich nie verstanden. Wieso? Ich meine, irgendwann... Oder ich meine, du siehst den doch. So, das heißt, du mit Squadzeit. Warum siehst du den nicht? Hier eine Linie rüberziehe. Das ist immer so ratend. Das ist, und das ist bei so einem Spiel immer doof. Taken care of. Time to motor. Поехали. Position confirmed. Okay, lesen wir es uns einfach mal durch. Unidentified targets in any ally sight radius within weapons range. Extended range weapons, gain roughly okay. Sniper rifles have infinite range. Ich hoffe, dass das... Ich meine, es hat im Ganzen... Es ist, während des meines Vanilla-Playthroughs hat es nicht stattgefunden, dass ich das begriffen habe. Vielleicht lerne ich es jetzt beim Spielen von Long War irgendwann, wann da wie das Spiel entscheidet, ob ein Sniper mit Squads hat. Ich meine, irgendwann wird es nicht mehr so das Problem sein, weil dann hat man Flying Armor und dann fliegt man sowieso hoch und dann sieht man sowieso alles, aber... solange das noch nicht der Fall ist, würde ich das echt ganz gern wissen, weil jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, also eigentlich muss ich dich da ja wegziehen, weil ich meine, du kannst ja nichts sehen, offensichtlich, von da. Ich meine, wenn du den da nicht sehen kannst, dann kannst du hier über nichts sehen, dann kannst du das hier alles nicht sehen, dann kannst du das hier alles nicht sehen, oder kannst du, na, das könntest du wahrscheinlich sehen. Ha! Na gut. Ich würde sagen, eine Runde warten wir mal ab hier. Da waren ja noch mehr als zwei. Oder auch nicht. Weil das wird der Outsider sein. Vielleicht schaffen wir es ja, dass er uns diesmal nicht killt. Okay. Ne? Stepping off. Okay. Double tank. Oh, das war ein Schritt zu weit. Nee, gut gegangen. Okay. Bitte auf sowas achten, Perks. Nicht so einen Unsinn machen. Na gut, dann beweg dich immer weg. Es wäre halt hilfreich, wenn man irgendwie so ein Layer zuschalten könnte, dass irgendwie quasi die verschiedenen... Ich weiß auch nicht... Elevation Levels anzeigt der einzelnen Objekte, falls die der Grund sind, warum der Sniper das nicht sehen kann. Weil das erfordert, also das Wissen wäre halt schon ganz gut, um seinen Sniper richtig gut positionieren zu können. Das ist ja...
scanning. Solange wir noch keine Flying Suits haben, nicht ganz unwichtig. Und was ich gehört habe. Na, du müsstest eigentlich auch noch höher, weil ich meine, dann siehst du das da alles nicht. Und so wie ich das gehört habe, ist in Long War der Rüstungspath oder Upgrade Path ein bisschen langwieriger. Wie alles langwieriger ist. Aber, also im Vanilla Game hat man ja relativ früh, aber gefühlt hat es nicht so ewig gedauert, bis man Flying Suits hatte. So, dann müssen wir mal schauen. Also, dann mehr Leute ranziehen hier. I'm on it, Commander. Okay, da ist niemand. Kannst du da hin, ohne zu. Nee, musst auch. Aber da wissen wir ja, dass da keiner ist. De acuerdo. So, also wir haben ja wieder ein kleines UFO. Hier drin ist der Outsider. Ich meine, aber das können ja nicht alle Aliens gewesen sein. Da waren ja nur zwei. Also ich meine, mehr als drei sind hier schon. Also ich meine, das mag ein kleiner Scout sein, aber der hat mehr als drei Aliens. Wo ist denn unser hier? Ne, ich möchte dich auswählen. Affirmative. Position confirmed. I'm to motor. Moving to overwatch. I'm on it. Mal gucken, ob sie rauskommen. Von der Seite, was eine Freiheit. Das war der Baum, durch den du durchgeschossen hast. Okay. So, da können wir mal da Rätsel raten, welcher Sniper was sehen kann. Ne? Also, du kannst hundertprozentig gar nichts sehen. Warum kann ich dich nie auswählen? Also du siehst alle drei. Das ist gut. Du auch. Ha. Weil die höher sind. Okay, die fliegen, das sehe ich ein. Aber der, wieso ist der nicht hinter dem Baum? Also hinter dem Baum ist er, da guckt er aber hervor. Aber hinter diesem Ding. Das ist auf einer Ebene. Und hier war es so. Obwohl, das ist eine Ebene höher, theoretisch. Ja, wahrscheinlich hat das Ding die Sicht blockiert hier vorhin. Okay, also, Sniper. Sniper, wir wollen da hier erstmal. Was, Bonio? Okay. Sie noch irgendjemanden Killer polen? Ihr steht auf der falschen Seite. Das sollten unsere Sniper jetzt aber hinkriegen, denke ich. Sniper für einen und den zweiten würde dann der Assault platt machen. Und das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Ah, 51. Du weißt nicht mal, wo du hingucken sollst. Na, okay, immerhin getroffen. Hm.
So, mal gucken, ob ich das nicht falsch mache. Schon ewig, dass ich das benutze. Aber wenn ich hier hingehe, flanke ich ihn nicht. Ne? Ich muss schon... Hi. Na gut, den hätte ich auch getroffen. vielleicht nicht mit einer Shotgun, aber das war ja upala. Nicht allzu schwer. Ja, der Rest von euch. Ja, mir ist das nicht so wichtig im Moment. Okay. Es ist eine ganz gut. Sniper hätten wir ganz gern hier irgendwo. Das ist allerdings außerhalb, das ist nicht gut. Sonst müssen wir die Tür aufmachen, damit wir da durchgucken können. Obwohl, weiß ich auch wieder nicht, ob wir hier dann da irgendwas sehen, weil das ja... Ne? Aber erstmal müssen wir da hinkommen. Wo ist denn der Assault hin? Ah, der ist ja hier. Hätte ich ganz vergessen. Hi, du. Yes, Commander. Спешу. Position confirmed. Da wird er wahrscheinlich nichts bringen. Nee, da guckst du gegen die Wand. Hier könntest du... Immer yes, sir. Wir sind ja hier, um so eine Sachen zu lernen. Spiel, ich möchte dich auswählen. Bitte, bitte lass mich dich anfassen. Okay, danke. Wir wollen das im Blick haben. Moving out. Ясно. Буду на чеку. Du stehst da gut. Du stehst da nicht gut, aber ich geht's nicht. Du stehst da auch gut. Der Outsider macht doch kein Geräusch, ne? Wenn er, das müssen doch andere Aliens sein. Das ist doch das Besondere an dem Outsider, glaube ich. Dass der, bevor der nicht aktiv ist, ja, nicht aktiv ist. That's affirmative. Overwatch, aye, aye. Okay. Also, bei den Run and Gunner müssen wir in jedem Fall dann, wenn wir uns sicher sind, dass es nur noch der Outsider ist, irgendwo hinbringen, wo er dann nötigenfalls dahin rennen kann. Was haben wir hier eigentlich noch? Wie viel Karte haben wir hier noch? Oh, eine ganze Menge. Vielleicht sollten wir da auch nochmal vorbeigucken. Aber ich meine, jetzt sind wir schon hier. Warten wir mal. I'm on it. Würde mal interessieren, ob wir von hier auch noch was hören. Ja, das meldet sich wahrscheinlich auf dem UFO, oder? Nee, es ist nichts dahinter. Okay, whatever. Hier ist wieder... Das
So, ich meine, das ist natürlich ein super Blickfeld für den Sniper, wenn sich das Alien so bewegt, wie ich mir das wünsche. Machen sie aber meistens nicht. Okay, du musst mal näher ran. Moving. Спешу. I'm on it, Commander. Okay, die Tür ist, glaube ich, undurchsichtig, solange sie nicht auf ist, auch wenn sie durchsichtig aussieht. Hier reingucken, wird der Outsider auf jeden Fall aktiviert und er wird dann entweder in die Richtung oder in die Richtung laufen. Headed there now. I feel, Commander. Начинаю наблюдение. Got it covered. Medic. Orders confirmed. On the move. Run. I've got my eyes on. Kommst nicht nach da, du kommst nach hier, aber dann machen wir eventuell was. Overwatch. Kommst auch nicht nach da, du könntest. Nee. Scheint alles ein UFO zu sein, okay, na gut. Wenn das Spiel das so sagt. Go ahead, come on. Okay. Also, wer soll Front? Du bleibst da, ihr beide die Tür. Oder ne, du die Tür, du die Tür, du mit nach hier. Okay, musst du dashen, kommst du da hin? Mit einem Dash, ja. Aber erst, wenn der Assault in einer halbwegs vernünftigen Position ist. Okay. Zumindest an einer besseren Bivouac kann. Oh, da kannst du auch nicht. Obwohl, doch, da kommst du runter, okay. Du bist da gut aufgehoben. Overwatch, aye aye. Roger, aye, scanning. Poniéndome en guardia. Time to motor. Начинаю наблюдение. Got it covered. Got it covered. Also hast du gesagt, du nach da, du nach da, okay, also. Schmigam. Задело. Цель выбрана. Da hinten warst du.
Okay, kann den irgendwer sehen? Du kannst ihn sehen! Ich werd narrisch. Ja, kannst ihn aber nicht treffen. Oh, gut. Du wirst ihn wahrscheinlich sehen können, wenn wir die Tür aufgemacht kriegen, aber da haben wir keinen mehr, der das machen kann. Habt ihr... Du kannst ihn sehen, aber du kriegst ihn nicht gekillt. Smog. Moment mal, wo könnte er denn hinlaufen? Hier mal Smog hin. Smog's in the air. Ich meine, er macht kein Overwatching. Let's do this. Du kannst schon mal die Waffe wechseln. Jetzt kannst du die Tür von hier aufmachen. So, muss ich rechts oder links klicken? Links, ne? Ja. Okay. Kannst du ihn jetzt sehen? Ja! Okay. Schön, dann würde ich sagen, schießen aber erstmal die Wookies, damit die mal gucken, wie das ist. Oh! Oh, whatever. Du siehst das Ding nicht. Herr Jemini, warum kannst du es nicht? Ah, weil das ein Feld dick ist. Okay. Okay, okay, kannst du sehen? Du siehst nichts. Trefft aber echt nicht schlecht. Also. Okay, der macht Overwatch, deswegen rennen wir ihm mal besser nicht vor die Wumme. Deswegen lassen wir das mit dem Assault. Wenn ich einen Scout mitgenommen hätte, dann hätten wir das jetzt triggern können. Aber dann probieren wir mal. Du probierst mal, ob du ihn gekillt kriegst. Durch die Wand. He's down. Okay. Everything by the numbers. Es waren echt nur 6 Aliens. Okay, na gut. Troops were able to safely acquire more of the meld. Was? Haben wir Meld mitgenommen? Achso, das ist okay. Okay, wer ist... Du warst schon Sniper, bist nicht aufgestiegen. Du warst auch schon was, bist nicht aufgestiegen. Okay, also alle Wookies sind aufgestiegen. Sehr gut. So sollte das sein.